Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zum 10. Video zum Thema Sixpack in Kooperation mit Turmata.com. Ich hoffe, es geht euch alle gut und ihr seid fleißig am Trainieren. Die heutige Übung heißt Scheibenwischer und ich zeige euch drei Schwierigkeitsstufen davon. Diese Übung ist gut nicht nur für den Sixpack, sondern auch für die Mobilisation der Wirbelsäule. So sieht es aus. Ihr startet in der Rückenlage. Achtet darauf, dass ihr nach links und rechts ein kleines bisschen Platz habt. Eure Arme sind nach links und rechts ausgestreckt und drücken in den Boden. Der Bauch ist eingezogen und die Beine in der Tabletop-Position. Atme tief ein. Beim Ausatmen lass deine Knie auf deine rechte Seite sinken. Und wieder zurück. Andere Seite. Einatmen, sinken lassen. Ausatmen. Die Knie bleiben dabei geschlossen. Bring deine Beine nur so weit in Richtung Boden, wie du deinen Schultergürtel in der Matte verankert halten kannst. Das heißt, die Schultern sollten nicht abheben. Je tiefer du die Beine bringst, umso schwerer wird die Übung. Eine Variante ist mit einem Bein ausgestreckt. Ihr lasst die Beine zur Seite sinken, holt sie wieder zurück und in der Mitte wechselt ihr die Beine einmal aus und geht dann zur anderen Seite. Das wiederholt ihr. Auch hier bleiben die Schultern in der Matte verankert. Und die Knie bleiben geschlossen. Noch schwerer wird die Übung, wenn ihr beide Beine ausgestreckt haltet. Startet hier klein und kontrolliert, sodass wieder die Schultern liegen bleiben können. Je kräftiger ihr werdet, umso tiefer könnt ihr auch die Beine in Richtung Boden absinken lassen. Die Wiederholungszahl ist je nach Trainingsstand 3x10, 3x20, 3x30, in jeder Variation. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und viel Erfolg für den Sixpack. Euer Slav. Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen. Ich denke, Sergei. Сергей говорит, бойцовец.